Ah, das sieht doch mal interessant aus. Das sieht ein wenig dann nach dem aus, weswegen wir überhaupt diese Karte, weswegen die Karte ihr Symbol hat, nämlich diesen Turm. Ja, cool. Ja, cool, Freunde. So, sind wir jetzt schon am Kartenrand? Ja, sind wir. Dann erkunden wir jetzt mal kurz das Eckchen hier. Also, naja, Gimli erkundet es. Der Rest läuft hinterher und hofft, dass er nicht angegriffen wird. Können wir da noch irgendwo rein? Müssen wir jetzt mal angucken. Ne, sieht nur nach verfallenem Fels aus. So, und gleich... Was bist du denn? Ardunie, komm her. Ardunie, sag doch mal, was los ist. Bitte helft mir, ich kenne sonst niemanden, der es könnte. Mein kleiner Junge spielt in dem verlassenen Leuchtturm nordwestlich von hier und wurde von einer Meute Vorks eingekreist. Bitte vertreibt sie, damit ich ihn herunterlocken kann. Wir haben nicht viel Zeit. Tagebuch wurde aktualisiert, das machen wir sofort. Ist ja um die Ecke, wollte ich sowieso drauf. Wenn ich doch nur den Eingang wüsste. Ist das der hier? Bist du der Eingang zum Turm? Tatsache. Tatsache, da ist er. Da sind auch schon die Worge. Sind mir deutlich lieber als die Rehen. Oh, schon eine starke Worge zu sein. Die anderen Worge, die wir in letzter Zeit bekämpft haben, sind ziemlich schnell gestorben. Gibt es hier noch mehr Worge? Oder kann man in den Turm? Ah! Sieht verlassen aus. Ihr werft einen Blick hinein und seht lediglich modrige Balken und Schutt. Schade. Da wäre ich ja gerne reingegangen. Ja, wo ist denn der Junge? Da haben wir den jetzt schon... Sehr komisch. Sieht verlassen aus. Verlassen aus. Kennen wir schon. Tja, kein Junge. Tut mir leid, Chefin. Worge tot, aber der Typ... Keine Ahnung. Weiß auch nicht, wo der ist. Hallo, mein Freund. Ach komm, sag einfach zu. Sag du Bescheid. Ich bin euch so dankbar. Habt ihr wahrscheinlich genauso verängstigt wie die Vorks. Wenn ihr weg seid, werde ich ihn herunterlocken. Hier, das ist das ganze Geld, das mein Mann diese Woche vom Markt nach Hause gebracht hat. Aber nehmt es ruhig. Das Leben meines Sohnes ist mir viel mehr wert. Das ist aber nett. 60 Gold. Ruf hat sich verbessert. Naja, 20 waren wir vorher schon. Unsere Taten sind eine Schande. Schon gut, für schon jeden gut. Krieger. Ja. Das weiß ich, Branwyn, aber wir versuchen ja auch zu helfen und nicht zu töten. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Nein! Nein! Ich hasse euch! Du musst jetzt leiden, du blöde Sirene. Da ist er. Los! Scheiße, das wird jetzt leider den... Gimli treffen, deswegen nehme ich ihm mal ganz schnell auch seine 7 Meilenstiefel ab. Hat keinen getroffen. Komm, kriegst mal hier deine Axt. Und ihr dürft jetzt gerne draufhauen. Okay, jetzt bin ich aber doch ein bisschen besorgt. Ich glaube, dass es auf einen von den beiden hinausläuft. Nee, doch nicht. Ich finde es immer so gruselig, dass die im Dreifachchor singen, ja? Komm, du Depp. Ne, da geht's natürlich nicht hin. Runter. Ich tue mein Bestes. Oh, verdammt nochmal. So, Stein und Pfeile. Dasselbe mal wie die letzten 10, aber freue ich mich immer noch drüber wie ein Kleinkind. Hier waren wir schon. Gehen wir doch mal auf den Berg drauf. Und geben der Düne Haya doch ruhig mal den ganzen Kokolores, inklusive dieser 20 Pfeile. Hat noch jemand irgendwelche unidentifizierten Pfeile? Beißende Pfeile, beißende Pfeile. Keine Überraschungen bis hier. Also dann, den Berg hoch. Allee. Schreckenswolf, wo denn? Sieht nach einer Höhle aus hier, oder? So nach dem... Nee, doch nicht. Ach, da! Dann gibt ihm mal alles, was ihr habt.
dem Schreckenswolf. Wie schrecklich für den Wolf. Und ab in den schwarzen Quadranten. Ansonsten haben wir ja auch noch netterweise gleich die Piratenhöhle. Und dann haben wir endlich mal eine Karte von vorne bis hinten erkundet. Ist das nicht schön? Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Das sagt sie irgendwie des Öfteren, habe ich das Gefühl. So, ja, ich bin ja schon wieder da. Da hoch. Sucht mal ruhig nach dem Bereich ab, wa? Schreckenswolf. Wo? Da? Nee, das ist nicht Das ist kein Schreckenswolf. Da sind Schreckenswölfe. Immerhin schon mal drei. Die waren anfangs auch eine echte Bedrohung, wenn ihr euch erinnert. Ich habe auch immer, wenn ich den Namen Schreckenswolf noch ausspreche, denke ich noch an, mal gucken, ob das klappt. Aber mittlerweile hauen wir die ja ganz simpel in Schutt und Asche. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. So, was bist du? Nee, du bist nicht Palonia. Freut mich, euch zu sehen. Taten sind eine Schande. Oh. Wer seid ihr denn? Ah, ihr seid sicher große Abenteurer. Das kann ich von euren Händen ablesen. Sie sind von Magie befleckt und zeugen von den Anstrengungen beim Heben der Waffen. Dem normalen Auge bleiben solche Merkmale vielleicht verborgen, aber ich kann sie deutlich sehen. Wie ich überhaupt vieles deutlich sehen kann. Wie wäre es mit einer Beratung? Ein bisschen altmodisches Handlesen gefällig oder ein bisschen Zigeunerzauber, um euch den rechten Weg zu weisen? Ich wette, in der Enhanced Edition ist das Wort Zigeunerzauber nicht mehr vorhanden. Nur mal so am Rande. Ach ja. Gegen ein wenig Deutung eurerseits habe ich nichts einzuwenden. Hier ist meine Handfläche. Was sagt sie euch? Lasst mal sehen. Interessant. Obwohl ihr jetzt ein hartes Leben führt, zeugen eure Hände davon, dass ihr es vor nicht allzu langer Zeit leichter hattet. Es hat wohl etwas... hat euch wohl erst kürzlich etwas auf die Straße gezogen. Soweit habt ihr recht. Ja, fahrt nur fort. Das habe ich mir gedacht. Lasst mich nun etwas genauer hinsehen. Zeigt mir eure Lebenslinie. Ist in den Einfluss eines Gelehrten und dass ihr gut ausgebildet seid. Sie hatten wohl einen großen Gelehrten als Mentor. Vielleicht jemand, der auch eine beträchtliche Macht hat. Och, wir sind doch ehrlich zu ihr. Mein Ziehvater Gorion war ein Gelehrter und auch ein wenig zauberkundig. Sprecht weiter. Ihr verbrachtet eine recht glückliche Kindheit mit ihm, wenn ihr auch etwas schwierig wart. Mein Gott, was wart ihr doch für ein ungezogener Junge. Woher das wohl kommt? Mal sehen, was wir von euch aus der Zeit vor diesem Gorion nicht alles erfahren können. Wenn ich weiter zurückblicke, sehe ich... Ich sehe, gütiger Himmel, ich sehe ein langes und glückliches Leben für euch und die euren. 10 Goldmünzen bitte und ich mache mich auf den Weg. Ah ja, genau, sie hat doch irgendwas hier. Was habt ihr gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich würde ein langes Leben beschieden sein und ihr werdet es genießen. Ich gehe jetzt. Bleibt mir bloß fern. Ihr müsst es mir sagen, bitte, meine liebe Dame. Ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Bleibt mir fern, euer Leben geht mich nichts an. Bitte, ich möchte nicht grob erscheinen. Sagt mir einfach, was eure Vision offenbart hat. Bleibt mir fern, ich warne euch. Ich euch nicht an mich herankommen lasse. Wow, 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 wow. Dieses Akkordeon von ihm und ihm. Herrlich. Sehr gut. Also, eigentlich tut es mir jetzt ziemlich leid, ich wollte die nicht töten. Was hat ihr wohl gesehen? Ich muss ja wohl ein echt furchtbares Büblein früher gewesen sein. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Na gut. Du kannst mal deine Robe natürlich der dünne Haier geben. Zauberrobe des Widerstands gegen Kälte. Wie sieht's aus? 5-0, ja, ja, genau. So siehst du aus. Was bringt unsere denn eigentlich? Widerstandsfähigkeit gegen Magie und eine höhere Rüstungsklasse. Die ist mir bei den Magiern dann doch noch ein Stückchen lieber. Oh, schon wieder Schreckenswölfe. Nee, Worge dieses Mal. Sehen aber genauso aus wie Schreckenswölfe. Ja, mit dem machen wir relativ kurzen Prozess. Da hat auch schon der erste moralisches Versagen. Irgendwie haben wir aber ganz viele kritische Fehlschläge noch da drin. Das gefällt mir ja nicht besonders gut. Hoffen wir, dass es daran liegt, dass es Worge sind. Und nicht daran, dass wir es einfach nicht drauf haben. Da ist ja doch noch jemand. Safana. Ich suche nach starken Männern wie euch. Ich bin der Klotz, hallo. Ich habe ein Problem, das ich nur mit eurer Hilfe lösen kann.
Wenn ihr uns euren Namen und eure Probleme sagt, könnten wir euch vielleicht helfen. Ich heiße Safana und ich kann euch alle reicher machen, als ihr es euch überhaupt vorstellen könnt. Ich weiß, wo die größte Schatzkiste des Seeräumers Black Alaric verborgen ist. Ihr seid von großer Klugheit und voll Tatendrang und ganz gewiss seid ihr bereit, mit mir zusammen nach dem Schatz zu suchen. Nein, verlorener Schatz. Tja, nun, wir haben Interesse, auch wenn wir den größten Schatz überhaupt haben. Der Grund, warum ich so viele heldenhafte Männer benötige, ist der, dass die Kellergewölbe, in die ich hinabzusteigen gedenke, werden von einer Art Wesen bewacht. Ich weiß nicht genau, was das für ein Wesen ist. Wenn ihr mir behilflich seid, bekommt ihr einen Teil des Schatzes. Ich würde mich eventuell auch auf andere Weise erkenntlich zeigen. Ja, okay, was das heißen soll. Ja, wir sind einverstanden. Oh, tausend Dank. Ihr werdet es nicht bereuen. Kräftige Helden wie ihr überwinden jedes Hindernis, das sich ihnen in den Weg stellt. Lasst uns losgehen. Laut meiner Karte befindet sich die Piratenbucht irgendwo entlang der Küste direkt südlich von Kerzenburg. Nein! Hier, löschen. Will ich nicht. Fertig. Ja, mein Schatz. Ja, mein Schatz. Kann ich nicht noch ein wenig länger bei euch bleiben? Unsere Zeit zusammen war recht erquicklich. Was soll's? Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Tja, waren wir immerhin nett zu Safana. So, ich wette, das hier ist die Bucht, von der sie spricht, denn unter Kerzenburg ist ja sonst nichts mehr. Es reicht nichts mit Meer. Dann wollen wir mal dahin, Freunde. Und danach machen wir auch eine Aufnahmepause. Danach haben wir nämlich endlich diese bescheuerte Karte abgeklappert. So, natürlich ist Gimli wieder der Erste. Keine großen Überraschungen bis hierhin. Wo sind denn die anderen ungefähr? Ach, die sind ja schon ganz in der Nähe. Hoffentlich treffen wir keine Sirenen. Ob die Sirenen die Piratenhöhle bewacht haben? Vielleicht waren die ja schon die Bewohner. Wäre natürlich cool für uns. Dann hätten wir jetzt doppelt so... Hätten wir ja schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Da speichern wir aber mal ganz schnell, dass hier auch hier nichts schief geht. Sehr gut. Und rein da. Schon gut, schon gut. Naja. Bis hierhin nicht allzu beeindruckend. Sieht fast aus wie Naschkel, wenn ich ehrlich bin. Guck doch mal erstmal da hinten. Bisschen an. Nee, oh. Erinnert mich an die Ankelköhle. Fleischgolems. Ich weiß nicht, wie heavy die sind. Sehen so ein bisschen aus wie die, die der eine Magier aus der hohen Hecke bei sich hat. Ich guck mal gerade, ob alle ihre Waffen auch wieder haben. Ja. Tempus, führ uns zum Sieg. Okay, da steckt aber Schaden ein. Hat auch mal Magiewiderstand. Das heißt, in Zukunft werde ich keine Zauber mehr machen müssen. Super. Wow, da ist ja noch einer. Es ist aus, ihr werdet sterben. Huch,